Kleiner Snack, bevor wir anfangen. Get ready with me, während wir über mein Lieblingsthema sprechen. Die wichtigste Frage war, wie der Name ausgesprochen wird. Und zwar, willst du es sagen? Ocean Zaid. Also nicht Ozean oder sowas, sondern halt einfach Ocean. Ich erzähle einfach mal so ein bisschen, wieso wir den Namen ausgewählt haben. Der erste Punkt ist, bevor ich auf die Show gegangen bin, habe ich das Universum nach einem Zeichen gefragt, ob ich auf die Show gehen soll. Und dieses Zeichen habe ich am Meer bekommen. Tatsächlich war das Zeichen auch eine Krake, was sowieso meine Lieblingstiere sind, also auch schon so ein bisschen Ocean Theme. Dann haben Kevin und ich uns natürlich bei der Show kennengelernt, was ja auch in Mexiko genau beim Meer war. Und er hat mir auch zum ersten Mal gesagt, dass er mich mag im Meer. Das heißt, dadurch hat es für mich die größte Bedeutung. Dazu kommt, dass ich ja auf Ibiza lebe und das Meer mich schon so oft geheilt hat. Und dieses Baby Ocean hat mich auch geheilt. Du lenkst mich so ab, du kleiner Vogel. Das Witzige ist auch, wir haben wirklich so in der 6. Woche, als ich schwanger war, über Namen gesprochen. Und da war Ocean der erste Name, den wir überhaupt gesagt haben. Und ansonsten haben wir uns eigentlich auf keinen anderen Namen geeinigt. Also es war schon schwerer, einen zu finden, aber bei dem waren wir uns einfach sofort sicher wegen der Bedeutung und einfach auch, weil es der coolste Name der Welt ist. Das Krasse war, dass obwohl wir niemandem erzählt haben von diesem Namen, haben wir komischerweise während meiner kompletten Schwangerschaft so viele Geschenke im Meeresthema bekommen. Also zum Beispiel Kevs Mutter hat uns so viele Sachen selbst gestrickt. Eine Schildkröte oder ein Mobili mit ganz vielen Meerestieren. Auch meine Mutter hat uns einen Schlafsack geschenkt mit Walfischen drauf. Also es war einfach so krass, als würden alle um uns herum schon irgendwie wissen, was der Name ist, obwohl sie es nicht wussten. Und Kevin und ich waren jedes Mal einfach so schockiert und haben so gedacht, so, hey, hast du es erzählt oder hast du es erzählt? Weil wir einfach nicht drauf klarkamen. Es ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ich meine, man kann ja auch, keine Ahnung, Zootiere oder sonst irgendwas schenken. Aber alle haben, glaube ich, irgendwie diese Schwingung schon gespürt, dass Ocean Ocean heißt. Der zweite Name ist Zaid und Zaid bedeutet Großvater. Und wir wollten einfach unsere Opas ehren, weil zum Beispiel meine auch beide innerhalb von einem Jahr kurz vorher gestorben sind. Das heißt, es hat einfach für uns eine krasse Bedeutung gehabt, diesen Namen damit reinzubringen. Wir haben auch dann kurz mal überlegt, ob wir Zaid Ocean machen, weil natürlich war uns bewusst, dass der Name Ocean jetzt bei unseren Omas schwierig auszusprechen wird. Aber es hat sich einfach komplett falsch angefühlt. Also wir haben dann wirklich eine Woche so immer mit dem Baby geredet und gesagt, oh, Zaid, Zaid. Und es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Und ich war mir 100% sicher, dass er Steinbock wird, einfach weil er am 11.01. Stichtag hatte und die Zeitspanne noch extrem lang war, bis ein neues Sternzeichen dran ist. Und dann wird er auf den Tag genau Wassermann. Also am 21. ist er geboren, am 21. fängt Wassermann an. 10 Tage gewartet, weil er einfach dachte so, hey, ich heiße Ocean, ich muss Wassermann werden, alles andere macht ja gar keinen Sinn. Außerdem haben wir ihn ja auch manifestiert, oder besser gesagt, ich habe ja auch in der Show schon gesagt, bald kommt das Camps Baby. Und natürlich ist er dann auch noch an Neumond geboren, was der Tag der Manifestation ist. Und das macht es einfach noch besonderer, als es eh schon ist. Er ist ein absolutes Magic Baby und er brauchte den krassesten, heftigsten Namen und den hat er bekommen. Und ich nenne ihn manchmal auch als Spitznamen Oceano, aber das findet Kev gar nicht lustig. Deswegen mache ich es nur, wenn er nicht da ist. Und das war eigentlich die Story von, wie wir auf den Namen gekommen sind. Wir sind super, super happy damit. Hab ich da gerade Oceano gehört? Und zum Abschluss zeige ich euch nochmal sein süßes Outfit. Schaut euch bitte dieses süße Outfit an. Oh, ich kann das nicht aushalten. Wir matchen natürlich.